Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit Assassin's Creed Brotherhood. Und zwar sind wir im letzten Video, das tue ich euch mal rechts oben in die Infobox, sind wir in die Engelsburg eingedrungen. Und zwar so weit, dass wir bis zur Katharinas Zelle gekommen sind. Und heute müssen wir den Schlüssel zu Katharinas Zelle besorgen und für volle Synchronität nicht mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Das hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. Da würde ich sagen, akzeptieren und los. Lorenzia in einer oberen Etage der Burg finden. Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder zurück. Muss aber immer gucken, dass ich keine Wache begegne, oder beziehungsweise kann ich gern begegnen, bloß ich muss sie dann halt töten. Jetzt weiß ich nicht, wenn es aber oben heißt, dann müsste ich ja eigentlich wieder hier hoch und dann rechts rum, weil vom links bin ich ja im letzten Video gekommen. Dann müsste ich hier normalerweise weiter nach oben. Aha, doch, das sieht schon mal gut aus. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht so? Jetzt muss ich die konfrontieren. Ich muss bloß jetzt schauen, wie komme ich da rüber. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir. So, dann gehe ich hier hoch. Zack, zack. Sieht das schon mal gut aus. Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Okay, jetzt gehe ich hier weiter nach links. Dann kann ich mich nämlich da auf das Gitter da runterlassen. So ein kleines Stück, zack, wunderbar. Jetzt da runter. Und jetzt einfach nochmal runter, oder? Und dann. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! So, jetzt kümmere ich mich erstmal um euch. Ja, super, habt ihr das gemacht. So. Zack. Ja, Junge, lass mich ihn doch töten, oder? Die schmeiß ich weg. Und du machst jetzt auch wieder so blöd. So, dann schmeiß ich dich auch weg. Zack, kann ich da nicht die Klinge gleich rein? So, die schmeiß ich auch nochmal weg. Zack. Dann kann ich doch meistens die Klinge. Ne, das geht irgendwie nicht, okay. Schwert. So, dann komm her. Du wolltest es nicht anders. Ihr wollt es halt beide irgendwie nicht anders. Die weichet immer so blöd aus. Zack, erster Tod, zweiter Tod. Da kommen nochmal zwei. Kommt her. Zack, ein Schlag, zweiter Schlag. Jetzt muss ich sie als Geisel nehmen. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. So, wie geht das jetzt? Mama, sag jetzt, nehme ich sie mit. Bogen? So. Haltet ihr das für Heldentaten? Ja, okay, jetzt kommt da nochmal Wache. Dann setze ich sie hier ab, komm her. Ach ja, jetzt. Das Schwert wieder nehmen. Zack. So, einer tot. Zweite tot. Dritte. Und vierte. So, du bleibst da.
Weil dich muss ich ja jetzt wieder als Geisel nehmen. Wisst ihr, was auf dem Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Ja, ja. So, jetzt nehme ich dich. Aha. Jetzt hat sie mich geschlagen. Ich nehme dich trotzdem wieder mit. Und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Peng! Einfach so. So, dann kommt ihr auch her. Komm her. Ach ja, jetzt. Zack. Tot. So, du bist tot. Du bist tot. Jetzt bloß nur du. Zack. Wieder schnell hinterher rennen, dass sie nämlich nicht zu weit geht. Du kommst wieder mit. Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Nee, ich hab's einfach nur drauf, ganz einfach. Cesare will beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Ah, jetzt kommen die noch von da unten, als ob die mich jetzt gesehen haben. So. Zack, jetzt kümmere ich mich noch um euch. Zack, erster weg. Und du kommst auch noch dran. Zack. Jetzt du bleibst. Du entkommst mir eh nicht. Zack, festzuhalten. Die Unwissenden sind leichte Ziele. Was soll's, meine Worte sind vergeudet. Hipokrita. Ja, jetzt pass mal auf. In der Minimap wird jetzt da unten angezeigt, oder? Normalerweise muss sie ja links zur Zelle. Aber das kommt mir jetzt irgendwie... Komm her. Das kommt mir jetzt irgendwie komisch vor. Ja, siehst du, ich muss nämlich oben bei der Zelle. Weil jetzt bin ich genau auf dem Punkt und hier kann ich nichts machen mit ihr. Das heißt... Ach, was willst du? Wir müssen eh da hoch. Komm, komm, wenn doch. Dann halt nicht. So... Und dann muss ich nämlich rechts zu den Zellen, in dem Fall. In diesem Fall. Ja, komm. Wir haben es gleich geschafft. Nur kein Theater machen. Und alles wird gut. So, und da vorne sind wir nämlich, da haben wir unseren Checkpoint. Ja, komm, ich hab dich aber wieder. Es bringt einfach nichts. Merkst du das nicht? Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vaya farti fortere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache! Wache! Ich hab genug gehört! Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. So, Katharina habe ich jetzt bei mir. Jetzt als nächste Mission ist, mit Katharina aus der Burg zu fliehen und die Stelle erreichen. Das tun wir natürlich akzeptieren und für volle Synchronität nicht entdeckt werden. Ob das gut geht, weiß ich noch nicht, aber wir geben unser Bestes. Deswegen auf geht's. So, dann gehen wir hier mal los. Wir müssen, aha, da kommen nämlich schon die erste Wache. So, kommt, ja, der kommt jetzt nicht hier rein. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Nein. Kommt nicht hier rein. Oh, doch. Ich habe ihn nach! Ach ja, komm, ja. Synchronität schon fehlgeschlagen. Als hätte ich eine Wahl. Ja, komm wieder mit. Achso, nee, jetzt pass auf. Ich kann eigentlich gleich den hier auch töten. Und dich dann holen. Zack. So, dann hole ich sie jetzt wieder. Dass das jetzt mit der Synchronität. Synchronität jetzt nicht gepasst hat. Warum rettest du mich? Ohne Forli bin ich nutzlos für dich. Du hast Familie. Es ist nicht deine Familie. Diese Nacht in der Villa.
Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? E la politica. Natürlich, ich wusste es. Du musst nichts erklären. So, jetzt müssen wir mit ihrer... Katharina, haben Sie... Genau dahin, wo ich gerade vorher schon war. Nein. Rechts rum. Mein Name zwar muss setze immer ich noch jetzt etwas hier ab. Ich bin tut den töten, verschont. Zack. So schnell geht das. Bist du? Doch, du bist. So, jetzt ist der links noch ein und rechts. Jetzt nehme ich den hier. Zack, du bist tot. Aha, der andere sieht mich auch gleich. Ist ja logisch. Du bist aber auch tot. Alles klar. So, dann nehme ich sie wieder auf. Dann kann sich da noch ein wenig rumquälen. Oh. Ah, das ist der auch. Okay. Okay. So, oh, da ist ja auch wieder einer. Lege ich dich hier hin. Und zack. So schnell geht es. Jetzt nehme ich wieder dich auf. Und dann gehen wir... Oh. Ich auf und dann gehen wir hier die Luke runter. Wag es nicht. So, bei dem würde ich sagen, kann ich hier klein rein. Jawohl. Dann kann ich nämlich hier klein reinziehen. Tu so etwas nie wieder. Ja, was soll ich machen? Das ist jetzt gerade in der Situation halt alles nicht so einfach. Sehe ich auf der Minikarte, da draußen ist wieder einer. Ja. Okay, dann lasse ich dich hier kurz liegen, würde ich sagen. Ja, der kommt her, okay. Dann lege ich dich hier hin. So. Zack. Du bist auch tot. Dann nehme ich dich da wieder auf. Und dann können wir weiter. Dann ist wieder rechts einer. Da müsste aber das Tor so langsam kommen. Ja, da vorne ist schon das Tor. Das heißt, ich lege dich da jetzt auch wieder rechts hin. Oder einfach hier hin. Und zack. Aha. Ja, komm. Ja, also. Komm her. Und spätestens hier werden wir jetzt aufgeflogen. Aber ich habe den einen ja eigentlich nur getötet. Ich hätte dann warten müssen, bis die vorbei gewesen wären in dem Fall. Aber an dem Punkt habe ich jetzt gerade vorher auch nicht gedacht. So, jetzt würde ich wieder dich nehmen. Jetzt pass mal aber auf. Ich nehme. Ich komm, es wird von dort drüben geöffnet. Ah, okay. Das heißt, ich muss dich hier nochmal ablegen. Ich muss nämlich jetzt erst das Tor öffnen. Ich habe nämlich gerade gedacht, ich komme ja so nicht durch. Und da da draußen auch wieder Wache sind, lasse ich sie jetzt da kurz liegen. Der ist jetzt hier gerade weg. Der läuft da rechts rüber. Dann gucke ich, dass ich das machen kann. Ja, zurück zum Ziel. Klar, aber ich muss ja erst das Tor öffnen. So, dann gehe ich hier rum. So, das andere Ding ist da oben, okay. Dann gucke ich, dass ich hier hochkomme. Jawohl, das funktioniert. So, aha, da die eine Wache. Die hat das gut im Blick. Jetzt gehe ich erst da hoch und tue den töten. Weil der andere war jetzt gerade eben, der ist ja weit weggelaufen. Und der ist halt echt sehr nah. Zack. Gar kein Problem. Dann kann ich hier noch kurbeln. So. Jetzt habe ich das auch erledigt. Jetzt muss ich gucken. Komme ich hier runter. Zack. Jetzt kann ich mich nämlich festheben. So. Jetzt muss ich sie wieder aufheben und dann können wir hier durch das Tor durch. So, aufheben und dann
gehen wir hier mal zum nächsten Checkpoint. So, und jetzt? Schnell, Ezio. Reite über die Brücke, ich decke dich. So, unsere nächste Mission ist jetzt, Katharina bei ihrer Flucht aus Engelsburg zu eskortieren. Das machen wir natürlich akzeptieren. Für volle Synchronität eine Attentatsserie auf mindestens 5 Wachen schaffen. Okay, also in erster Linie gucke ich jetzt erstmal, dass wir hier rauskommen, dass das funktioniert. Und ob ich das jetzt noch mit der Synchronität mache oder nicht, muss ich schauen, wie es sich halt ergibt. So, jetzt tun wir hier erstmal hinterher reiten. Zum Gucken, wo es sie macht. Oh, jetzt gibt sie Gas, okay. Dann gebe ich jetzt auch Gas. Komm, lasst mich in Ruhe. Ich kann da jetzt nicht noch lang kämpfen. Zack, du liegst. Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück. Sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Okay, jetzt muss ich hier kämpfen. 1,5 Minute lang. Dass Katharina Zeit hat zum Flüchten. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Zack. Du bist mal tot. So, du bist jetzt der Nächste. Zack. So, 2. Der Dritte ist tot. Der Vierte ist tot. Fünfte. Sechste. Jawohl, super. 1 Minute noch. Also 30 Sekunden sind schon mal um. Boah, ihr werdet hier noch alle rumliegen. Tot. Deswegen macht ihr jetzt nicht auf cool. Zack, die meisten brauchen bloß einen Stich und sind dann schon tot. So, du kommst auch her. Noch 35 Sekunden. Zack. Zack. Ja, ist jetzt okay, oder? Jetzt muss noch Medikamente. So, was? Ja, kommt. 20 Sekunden muss ich noch durchhalten. Zack. Zack. Ha, ihr geht mir auch auf die Nerven, du. Hey. Ja, und dann alles abwehren, wenn ich was komme. Jetzt kommen jetzt stärkere. Aber bloß noch 5 Sekunden. Dann habe ich es gleich geschafft. 2, 1 Sekunde. Was war das? Schnell! Zurück zum Castello! So, ich muss jetzt aus dem Gebiet fliehen. Ach man, jetzt habe ich die Faust drin. So, der Fokus ist auch weg. Jetzt muss ich ganz schnell fliehen. Ach ja, kommt, lasst ihr mich doch auch. Ja. Lass mich doch rennen. So. Jetzt klettere ich hier mal nach oben. Ah, das wollte ich jetzt so nicht. Jetzt brauche ich erst wieder Leben. Zack. Zack, dich nehme ich gleich. Bekanntheitsgrad minus. Wenn der nämlich gerade eh blöd rennt hier. So, dann gehe ich hier runter. Ah, die sind ja aber dicht hinterher. Dann gehe ich jetzt hier wieder hoch. Zack, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Ah, ich habe jetzt schon wieder zu lang gebraucht. Ja, jetzt. Jetzt kommen. Dann renne ich doch wieder. Der andere ist aber halt echt, echt schnell, muss man halt ehrlich sagen. Der rennt mir da hinterher. Hier, Klinge. Zack, die ich nehme ich gleich wieder mit. So, und jetzt muss ich halt wirklich mal fliehen. So, dann gehe ich hier rum und hier rum. So, jetzt bin ich hier schon mal gleich aus dem Gebiet draußen. Wenn ich mich hier jetzt noch ein wenig gut anstelle,
Ah, oder auch nicht. Jetzt haben mich die Wache da vorne gesehen. Obwohl ich jetzt extra gedacht habe, ich gehe hier Hanna hoch. Aber das war wieder nix. So, der kommt da auch wieder. Ah. Hallo. Ezio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katharina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämmt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie.